Heute findet die größte Fahrzeugauktion in 2023 statt. 2.050.000. Der teuerste Neuwagen der Welt, der versteigert wurde. Last chance. Uns lief auf gut Deutsch das Arschwasser. So, thank you. Wir sind heute in Paris. Den Louvre hinter mir seht ihr. Wir wollen aber nicht ins Museum. Wir wollen zu Sotheby's. Heute findet die größte Fahrzeugauktion in 2023 statt. Ein Riesentrubel hier um uns herum. Da ist auch eine Riesenauktion. Ab hier geht's aber nur noch mit Bieterkarte weiter. Und da ist auch die Hauptattraktion des Tages. Deswegen sind wir hier nicht für irgendein Fahrzeug, sondern für den Bugatti Chiron Profilé. Ein One of One. Der letzte Bugatti Chiron, den Bugatti ausliefern wird. Und hier ist das Auto. Der Spoiler erinnert mich doch ein bisschen an den Entenbürzel von Porsche. Und wenn ihr euch den Namen anguckt, das ist der einzige Chiron, der den Namen Profilé tragen darf. Ganz viel Carbon, wie man es erwartet von Bugatti. Im Innenraum ist das Fahrzeug blau. Ein Wahnsinnsauto. Ihr seht auch das Getümmel gerade um diesen Wagen herum. Ne? Felix, halt mal da rein. Da stehen Dutzende Fahrzeuge. Hier, wir haben hier einen Ferrari F40, wir haben den McLaren P1. Wir haben etliche Klassikmodelle. Wir haben hier einen Countach stehen. Wir haben den 612 stehen, wir haben Testarossa da. Also es ist wirklich alles da an Fahrzeugen. Ne? Beim Enzo sind ja auch die letzten Jahre die Preise durch die Decke geschossen. Hier sind wir in der zweiten Fahrzeughalle, wo auch noch mal Dutzende Fahrzeuge ausgestellt sind. Den McLaren Speedtail kennt ihr, glaube ich, aus meinem Showroom. Der steht heute auch zur Auktion. Ein Bugatti Veyron ist da und dann halt ganz viele klassische und historische Fahrzeuge. Aber im Prinzip sind alle nur um den hier versammelt, weswegen wir da sind. Ne? Der erwartete Auktionspreis des Fahrzeugs liegt irgendwo zwischen 5 bis 10 Millionen Euro. So ein Gebot gebe ich natürlich nicht alleine ab, sondern habe meinen Geschäftspartner Kevork heute dabei. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind im Louvre in Paris. Ne? Wir waren ja im Prinzip nur wegen dem Bugatti angereist. Und dann war es soweit. Bugatti, zack. Ladies and gentlemen, lot number 177 is the 2022 Bugatti Chiron Profilé. The last Bugatti. Großes Video auf der Leinwand, ne? Allein die Atmosphäre, also es hat wirklich, die Luft hat gebrannt im Raum, die Luft hat gebrannt, muss ich euch sagen. Let's begin at 2 million. Es begann bei 2 Millionen Euro und wir wollten direkt unser Gebiet markieren. You have it at 2.4. 2.5, thank you. 2.6. New bidder, 2.7, 2.8, 2.9 behind you, 3 million. 3-2. 3-1. Fair enough. 3-2 I have online. 3-2 I have. Bid 3-3. I have 3-4 online. 3-5. 3-6. On the aisle at 3-6. 3-7. 4 million. I'll gladly accept that. Thank you. That's a great bid. Das erste krasse Gebot, ne? 4 Millionen Euro. Ne? Da hat der Raum applaudiert, ne? und da fühlt man sich so, ja, das waren wir, ne? Wir waren das mit den 4 Millionen Euro. But we have 4-1 online, 4-2 online, 4-2 online, 4-5, 4 million, 500.000, 4-6 online, 4-7. In the room, I saw 4-7 first in the room, on the aisle. 4-8 online. 5 million. 5 million, thank you, sir. Thank you. Habt ihr das gesehen? In dem Moment, als Kevork 5 Millionen Euro geboten hat, war ich emotional selbst so ergriffen, dass ich bei unserem eigenen Gebot mitgeklatscht habe. Ne? Also, man ist auch gefühlt so aufgeregt, da sitzen die Leute im Hintergrund, filmen dir über die Schulter. Und 5 Millionen Euro war dann im Saal auch so eine Schallmauer gebotstechnisch, wo viele, viele, viele Interessenten ausgestiegen sind. And we still 5-1 online. Und dann geht das auch so schnell und du hast die Angst, das falsch zu machen, ne? Weil falsch machen kostet dich gleich hunderte tausend Euro.
New bidder seated at 5,200,000. 5-3 online. 5-4 seated on my right. Die Zahlen, die verhandelt werden, sind netto, netto. Auf den Auktionspreis kommen 13% Sotheby's-Gebühren drauf und dann nochmal 19% Umsatzsteuer. Das heißt, schon die 5 Millionen Euro haben ca. 6,6, 6,7 Millionen Euro entsprochen. Ein Wahnsinnsbetrag, das sind Existenzen. Oliver, gladly take 5-5, thank you, sir. 5-6 online. 5-7 online. 5-8. Oliver, 5,900,000. 6 million. Thank you, Oliver. 6 million. Das Auto hätte Liste wahrscheinlich irgendwo 5, 6 Millionen Euro bei Bugatti gekostet. Da sind wir ja schon lange drüber hinweg. Es geht jetzt nur noch um Spekulation. Ne? Was ist der Markt bereit zu bezahlen? 6,200,000. Online Bidder. Es hätte wirklich sein können, dass wir hier an dieser Stelle 2-3 Millionen Euro verlieren. Und das schießt dir innerhalb von Millisekunden Erfolg, Misserfolg, Existenz, Angst, Stolz, auch dieses Gebot abzugeben. Es schießt dir alles auf einmal mit durch den Kopf. 6,4 Millionen. 6,4 Millionen. Und in dem Moment denkst du dir, scheiße, kriegen wir das Auto? Kriegen wir jetzt das Höchstgebot? Sind wir Höchstbietender? Muss ich jetzt 9 Millionen Euro überweisen an Sotheby's? 6,500,000. 6,600,000. Okay, theoretisch kann ich 1-2 Millionen Euro, wenn es gut läuft, an dem Deal verdienen. Aber was ist, wenn eigentlich gar keiner das Auto will? Was ist, wenn ich jetzt hier heute totalen Mist baue und mich habe mitreißen lassen, ne, und ich am Ende 2-3 Millionen Euro verlieren werde an dem Auto, weil es keiner so toll findet und nur ich denke, es ist so toll? 6,75. I think we take that at this point. Uns lief auf gut Deutsch das Arschwasser. Here on the phone, 7 million. Ich kann euch gar nicht sagen, ob ich am Ende erleichtert war, dass wir überboten wurden. Vielleicht war ich das irgendwo. Irgendwo war natürlich auch die Enttäuschung da. 7 million 2. 7,3. 7,3. 7,4. With you, sir, 7,4. 7,5, thank you. 7,6. 8. $8 million. Da war ich auch selber nur noch Zuschauer, ne? Da habe ich auch das Handy ausgepackt und habe den Moment mitgefilmt. €8 million. 8,1. Thank you, sir. 8,1. 8.5 million euros. 8.6. Back with Oliver, 8.7. Oliver hat sich wirklich in die Hand genommen, 8,7 Millionen Euro. Last chance. Soul, thank you very much. Thank you. Well done. We tried our best. We did. Well done. 8,7 Millionen Euro entsprechen inklusive aller Auktionsgebühren 12,5 Millionen Euro. 12,5 Millionen Euro. Es war tatsächlich der teuerste Neuwagen der Welt, der versteigert wurde an dem Tag. Thank you for your bids. Wow. Also die Auktion ist rum, so langsam geht der Puls jetzt auch runter. Ne? Also der Wagen ist für wahnsinnige 8,7 Millionen Euro gegangen. Wir sind deutlich über unser eigenes Limit gegangen. Wir sind bis knapp 7 Millionen Euro mitgegangen beim Bieten, was wir eigentlich nicht machen wollten, aber wir haben es einfach gemacht. Und mein Herz hat gepumpt und ich habe gedacht, gleich springt mir das Herz aus dem Mund raus. Da hebt er nochmal den Arm und bietet immer weiter. Das war die Bieterkarte.
die man dann quasi immer so hochgehalten hat. Für uns ist der Tag immer noch mit so viel Emotion verbunden, dass wir wie Touristen einfach mal alles mitgenommen haben. Das Auto geht jetzt in den Bestand eines ganz großen Sammlers und der hat dann halt im Prinzip den Endkundenpreis bezahlt, was halt für uns nicht der Fall sein sollte. Wir müssen ja immer darauf achten, auch Geld zu verdienen. Aber wie gesagt, unser Riecher war nicht falsch. Wir waren hier, wir haben es probiert, wir haben das dritthöchste Gebot abgegeben, was für unser Unternehmen eigentlich auch eine Ehre ist. Wir haben auch ganz viel Beifall bekommen. Kurz im Anschluss an das Fahrzeug sind wir auch nochmal beim McLaren Speedtail mitgegangen. Wir haben 2.050.000 Euro geboten und hatten sogar schon den zweiten Hammerschlag, glaube ich. Und dann ist nochmal ein Telefongebot über 2,1 Millionen Euro reingekommen. Und da sind wir dann ausgestiegen. Hier darf ich shake hands mit Matte Riematz, ne, dem Gründer und Eigentümer von Riematz und mittlerweile auch CEO von Bugatti. Ist ja auch ein großer Moment, ist auch eine ganz krasse Sache für mich. Ne. Ich weiß ja, wo ich herkomme. Ne. Und das war ganz weit weg von so Autos. Und dann stehe ich da im Louvre in Paris, habe auf den teuersten Neuwagen der Welt mitgeboten, war dritthöchster Bieter und treffe dann einen riesen CEO und auch ein Vorbild. Ne? Also ihr wisst ja, was Matte Riematz auf die Beine gestellt hat. Also der Tag war so krass, so beladen mit Emotionen, unglaublich. Mein Herz pumpt bis zum geht nicht mehr, also ich bin platt, ich kann nicht mehr. Ich will jetzt ein Wasser, ich bin raus.